Ja, ich bin aus Rostock. Ich habe heute noch gar nicht so viele Rostocker und Rostockerinnen gesehen, aber ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten noch ändert. Und das ist in ganz kurzer Form zum Beispiel auch eines der Ziele, die ich für ganz wichtig halte, was vorhin auch schon angesprochen wurde, dass wir eben die Leute auch hier, also insgesamt mehr Leute erreichen und dann natürlich auch die Leute aus der Region. Ich sitze hier in der Rostocker Bürgerschaft für die Sozialistische Alternative als Abgeordnete und diese Stadt, die euch hier in Form von Monty begrüßt hat, an sich ist sie sonst nicht so freundlich, was linke Protestierende angeht. Diese Stadt hat gerade eine Haushaltssperre über alles, das heißt, es gab sogar eine Zeit, wo keine Personalkosten ausgegeben werden durften. Das liegt daran, dass diese Stadt massive Schulden hat in Millionenhöhe und diese ganzen Probleme, die daraus folgen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt für uns, wo wir auch den Bogen schlagen können zwischen dem, was vielleicht für den einen oder anderen, der hier im Ghetto wohnt oder sich sonst nicht so beschäftigt, ein bisschen zu abstrakt ist, dass der das eben runterbrechen kann auf das, was er hier erlebt. Also hier ist es jetzt so, die Arbeitslosen müssen davon ausgehen, dass sie vielleicht in Zwangs-WGs umgesiedelt werden. Ja, das ist ein Vorschlag von der Landesregierung und das ist also auf dem Papier, das kann passieren. Es soll ein Klinikum privatisiert werden, massive Kürzungen stattfinden bei Suchthilfe, bei Jugendclubs, Kultur und so weiter und so fort. Und da sind echt so gute Punkte, wo man deutlich machen kann, diese Politik in dieser Gesellschaft, sowohl hier als auch global, lehnen wir ab. Dagegen wollen wir was machen und wir haben auch Ideen und Alternativen, was man tun kann und wie man Sachen verändern kann. Von daher bin ich total glücklich, dass der G8-Gipfel, also nicht, dass er stattfindet, ich bin ja auch gegen G8-Gipfel, aber wenn er nun schon stattfindet, ist es cool, dass er hier stattfindet, weil sonst mussten wir dann immer ganz weit fahren. Was auch spannend ist, als wir nach Göteborg wollten, wurden wir abgeschoben, da sind wir noch nicht mal angekommen. Diesmal denke ich, kann nichts schiefgehen, wir dürfen dabei sein und ich finde es total genial. Mecklenburg-Vorpommern ist immer so in dem Ruf, da passiert alles 100 Jahre später. Jetzt sind wir mittendrin und ich hoffe, dass diese ganzen Diskussionen, die jetzt stattfinden, schon stattgefunden haben und noch stattfinden werden, dass die auch den Menschen hier nochmal eine Vorstellung davon geben, dass sich was ändern kann. Es gab hier die großen Anti-Hartz-Proteste, die Montags-Demonstration, da war hier echt schon viel los und man hat gesehen, dass die Menschen wieder merken, was Solidarität heißt und dass man was bewegen kann. Die haben wieder Hoffnung geschöpft. Und dann ging die Montags-Demonstration baden, runter, schlief ein und sie wurden wieder frustriert und ich denke, wir können jetzt hier mit der Mobilisierung zu G8 echt nochmal was wuppen. Ein zweiter, ganz kurzer Punkt, ihr habt das bestimmt alle mitgekriegt, nicht nur bestimmt, sondern ihr habt es mitgekriegt, die Nazis sind hier im September eingezogen in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, über 7%. Und wir sind, denke ich, so verschieden, wir sind in einem einig, dass wir den Nazis uns ganz entschieden entgegenstellen müssen. Die haben natürlich auch vorher schon versucht, alle Sachen für sich zu instrumentalisieren, auch zum Beispiel als George Bush in Stralsund den Besuch gemacht hat im Bundestagswahlkampf, haben sie auch versucht, das für sich zu nutzen. Und ich bin mir ganz sicher, von der Landesregierung, wenn dann der G8-Gipfel hofiert wird, da wird es dann plötzlich eine Opposition im Landtag geben. Ups, und das ist dann die NPD. Und das darf überhaupt nicht passieren, sondern wir müssen wirklich total stark auftreten und deutlich machen, es gibt nur eine Alternative, das ist die linke Alternative und damit werden wir auch Leute, die sich bei der letzten Wahl verirrt haben auf dem Wahlzettel hin zu den Rechten, die werden wir auch wieder rüberziehen und werden denen deutlich machen, Faschismus ist überhaupt gar keine Alternative, wir können unsere Welt nur ganz gemeinsam und auf linke Art und Weise eben hinkriegen. Ja, und ich möchte euch auffordern, ganz viele Diskussion mit den Rostockern und Rostockerinnen und mit den Mecklenburg-Vorpommernerinnen zu führen. Die sind nämlich auch, wenn sie manchmal etwas zurückhaltend wirken, wie Fischköpfe so sind, sind sie ansonsten total offen und freuen sich ganz bestimmt auch auf jeden von uns. Und die sind auch ziemlich schlau, weil die haben die DDR erlebt, die hatten Erwartungen in den Kapitalismus. Die haben jetzt den Kapitalismus, die gehören oftmals zur Unterschicht und die sind richtig offen für Ideen, wie eine andere Welt aussehen kann. Ich diskutiere mit denen viel über Sozialismus, ich denke, das werden hier nicht alle teilen, aber wir sollten auf jeden Fall wirklich auch radikale Antworten parat halten und eine ganz spannende Zeit gemeinsam erleben. Danke. Guten Abend, ich heiße Alexis vom Attac Agrarnetz. Es gibt eine neue Kampagne von ganz vielen Menschen aus dem Dissent-Spektrum, BUCO, Attac Agrarnetz, also spektrumübergreifend, eine Kampagne zum Thema G8 und globale Landwirtschaft.
Globale Landwirtschaft ist deshalb wichtig, weil der größte Teil der Menschheit sich immer noch von kleinbäuerlichen Strukturen ernährt und dort lebt. Und der größte Teil der Bewegung gegen die neoliberale kapitalistische Globalisierung sind die organisierten Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Das vergisst man hier im Norden leicht. Deshalb möchten wir das thematisieren. Wir planen eine Infotour zu dem Thema im Vorfeld des G8-Gipfels. Wir werden uns beteiligen am Via Campesina Aktionstag, dem globalen Kleinbäuerinnenverband am 17.04. Und im Kontext des G8-Gipfels hier in Mecklenburg-Vorpommern werden wir verschiedene Aktionen durchführen. Das möchten wir auch als Schwerpunkt vorschlagen, nämlich gegen Gentechnik, gegen Genfelder. Gendreck muss weg. Wir werden uns engagieren gegen die Supermärkte, gegen die Discounter hier vor Ort, gegen die sozialen Bedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen und gegen die Produkte bzw. gegen die Produktionsbedingungen der Produkte, die dort verkauft werden. Wir werden morgen eine AG zu dem Thema haben und hoffen, dass möglichst viele von euch dort mitmachen, um auch diesem Thema, das zu wenig Beachtung findet, im Kontext des G8-Gipfels Geltung zu verschaffen. Morgen früh sehen wir uns. Bis dann. Danke, Alexis. Als nächstes ist Frank Ritz von der Landesastenkonferenz Hessen dran und danach Michel Rousseau vom europäischen Netzwerk Novox. Hallo, schöne Grüße aus Hessen. Zur Erklärung, was ist ein Aster bzw. die Asten? Das ist die Studierendenvertretung in Hessen an den hessischen Hochschulen. In Ostdeutschland, in Westdeutschland heißen die Asten, in Ostdeutschland Stura. Ja, warum die hessischen Studenten? Wir hatten Einführung von Studiengebühren in der Bundesrepublik. Es wird immer weiter Bundesländer fallen. Darunter auch Hessen, aber in Hessen gilt zurzeit als die Hochburg des Widerstands, weil wir uns nicht darauf beschränkt haben, einfach nur ein paar bunte Plakate durch die Gegend zu tragen, sondern wir sind auf die Autobahnen gegangen, wir sind in die Hauptbahnhöfe gegangen und haben entsprechende Staus und Verspätungen verursacht und gelten deswegen momentan als die Radikalsten. Nette Bilder dazu, nette Berichte bei übergebühr.de, das ist unser Protestportal, wo wir auch versuchen, uns bundesweit zu repräsentieren. Wenn ihr auf Indymedia den Aufruf zum Global Action Day for Education seht, die Bilder dort von Leuten, die auf der Autobahn stehen, das sind unsere Leute. Ja, dieser Kampf wird weitergehen, er wird bis zum G8 und noch über den G8 hinausgehen. Deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass wir werden nach G8 mobilisieren nach Heiligendamm. Ich weiß nicht, ob wirklich viele kommen. Die werden wahrscheinlich in Hessen bleiben und dort Protest machen. Das bedeutet aber, dass wir wollen, dass kein einziger hessischer Polizist und keine einzige hessische Spezialeinheit nach Heiligendamm kommt, sondern bei uns bleibt und die Landesregierung auch noch um mehr Polizisten bettelt. Danke. Dankeschön. Ich probiere auf Deutsch. Michel Rousseau von Euromerch und Novox. Novox ist auch ein Netzwerk von Vereinen, von Leuten, die haben keine Beschäftigung, keine Wohnung, wie sagt man auf Französisch, die les sans SNS. Ich wollte nur sagen, von aus Frankreich gibt es nur einige Leute heute Abend. Morgen kommen die meisten, besonders die Leute, die haben schon letzte Jahre an der Mobilisierung gegen G8 teilgenommen. In Frankreich, nächstes Jahr, im Mai und Juni, leider haben wir ein großes Problem. Wir haben eine sehr, sehr wichtige Wahl. Die Leute, die kämpfen gegen Neoliberalismus in Frankreich, haben eine wichtige Wahl im Mai und Juni. Deshalb und trotzdem haben wir schon ein ganz breites Netzwerk vor Vereinen und Gewerkschaften, ungefähr 30 Vereine und Gewerkschaften, um zu die Mobilisierung gegen G8 in Juli in Rostock zu bereiten. Wir hatten schon geplant verschiedene Initiativen in Frankreich und auch mit verschiedenen Netzen wollen wir im Mai zwei Wochen vorher vorher G8, Märsche in ganz Europa, nach Deutschland und auch in Deutschland nach Ostdeutschland,
Märsche gegen Arbeitslosigkeit, Prekarität, Ausgrenzung und Diskriminierung. Danke, Michel. Ja, ich wollte aus unserer Perspektive nochmal den Gedanken aufgreifen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der kapitalistischen Globalisierung und einem globalen Kriegszustand. Und ich denke, das bedeutet auch etwas anderes, als früher zu sagen, wir haben gegen den einen oder den anderen Krieg demonstriert. Diese Form der kapitalistischen Globalisierung kommt nicht mehr aus ohne einen globalen Ausnahmezustand. Der bedeutet Protektorate, Besatzungszonen, offene Kriege, Kriege niedriger Intensität. Es bedeutet einen Dauerkriegszustand. Und dieser Kriegszustand heißt Folter. Und ich denke, dass das wichtig ist, dass die radikale Linke und die gesamte Mobilisierung gegen den G8-Gipfel diesen Zusammenhang nicht mehr negiert, in unterschiedliche Themen auftrennt, sondern als integralen Bestandteil der Mobilisierung versteht. Wir können da aus unserer Perspektive zwei Erfahrungen zusammenbringen. Das Münchner Bündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, die ja jeden Februar, auch nächstes Jahr wieder in München stattfindet, ist ein breites Bündnis. Und ich denke, dass, was wir hier einbringen können, sind zwei Erfahrungen. Das ist zum einen die Einheit in der Vielfalt braucht. Im ersten Jahr nach Genua, wir haben unter dem Motto von Genua nach München mobilisiert, war die komplette Großdemonstration verboten. Es sind trotzdem 10.000 Leute auf die Straße gegangen. Was heißt, wenn man Protest und Widerstand plant, geht es um Zivilcourage und nicht um das, was die Gegenseite will. Das Zweite, wir mobilisieren seit über 6 Jahren gemeinsam mit den Genossinnen aus der Schweiz und parallel ein Wochenende vorher in Davos das World Economic Forum stattfindet. Also sprich, zu versuchen, einen praktischen Ausdruck zu finden, dass diese Form der kapitalistischen Globalisierung und der permanente Kriegszustand zusammengehören und auch der Widerstand gemeinsam dagegen vorgehen kann. Ein Grund noch, es ist, Christoph hat es vorhin angesprochen, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, es geht auch um Hoffnung und um Zeichen setzen. Und ich glaube, ein Zeichen, was gesetzt werden muss im Heiligen Damm und gerade in den Metropolen ist, dass die, die dort dieses herrschende rassistische, patriarchale und kapitalistische System repräsentieren, für die Mehrheit der Menschheit nichts mehr anzubieten haben. Und dass es unsere Aufgabe ist, auch weltweit in den Metropolen zu zeigen, dass es viele Leute gibt, die bereit sind, dafür auch ein Risiko einzugehen und ein Zeichen zu setzen und Nein zu sagen und zu sagen, es geht um eine radikale Alternative und nicht mehr um irgendwelche Geschichten innerhalb des Ganzen. Deswegen wollte ich nochmal positiv aufgreifen auf den Vorschlag von Uschi vorhin. Ich denke, ein sehr offensives Moment, diese Sachen zusammenzubringen und auch eine praktische Initiative zu entwickeln, ist die Mobilisierung am Dienstag, bevor der ganze Gipfel losgeht, nach Rostock-Lage, wo sich die Militarisierung Deutschlands und dieses Systems manifestiert. Und es hat noch einen ganz anderen Grund. Man kann vorher sagen, dass dieser Gipfel am besten überhaupt nicht stattfindet, weil am besten die Leute hier mit ihren Ideen, also die Globalisierung von unten auf dem Rollfeld steht und die Präsidentenmaschinen am besten überhaupt nicht landen sollten. Und wichtig ist, um keine sozusagen Verkürzung zu machen, nochmal, und das war auch letztes Jahr das zentrale Motto bei uns, Krieg heißt Folter und es ist Aufgabe der Linken, diesen globalen Folterzusammenhang gegen die G8 zu starten. Hi, Comrades, Entschuldigung für meine Deutsch, ich habe kein. So, I will speak in English. I'm from Scotland and we had the G8 summit last year and I will try and keep this short because I know that there will be a lot of meetings that you will have, a lot of events and a lot of action. So first thing I will say is good luck because you will need it. There are obviously hundreds of things I could say about our experiences in building an alternative to the G8. One thing I will say is what the comrade from Paris said at the start about always thinking about new ideas and not just repeating formulas that have happened in the past. But the other thing I want to say is that we've heard that there will be people from Greece and Denmark and Poland, Scotland and all over Europe and all over the world coming to Rostock
to protest against the G8 summit, but don't forget the people who live and the importance of involving Rostockers and local people in the events that will happen. The G8 summit will meet to discuss the politics which create poverty and alienation and despair amongst young people. And it's the young people and the workers of Rostock who are the victims of the policies of the GA. And these are the people that it's vital to get involved in the events and the protests and the demonstrations that will happen. Don't just see the GA as an event, as a set piece. Try, I think, and think of it as the start of a process that will really help us to build the movement that we all want to build. And let's make sure that when in June 2007 there are tens of thousands and thousands of voices raised in anger against the G8 summit, that the local people of Rostock are joined in with that anger and that their voices are joined in with everyone else's. Thanks. Thank you, Johnny, for that rousing speech. Als nächstes ist Asakara dran mit Übersetzung. Vielen Dank, Wilfried. Und danach gibt es noch einen Redner, James Thorne von Permanent Revolution aus England. Okay, je remercie le G8 et toute l'organisation aujourd'hui. Ich danke den Organisatoren von heute und allen, die bei den G8-Aktivitäten dabei sind. J'ai un petit problème à ce moment. Ich habe ein Problem, das ich hier ansprechen möchte. Zwei. Le premier problème est que, c'est-à-dire, je souhaite toutes les organisations ici en Allemagne, l'Amérique, partout du monde, je les souhaite quelque chose. Ich wünsche allen Organisationen hier bzw. allen auf der Welt etwas, nämlich ce que je leur souhaite est que la fabrication des armes nucléaires, des armes. Was die Herstellung von Waffen, von Nuklearwaffen bzw. Waffen überhaupt betrifft, c'est ça qui amène les problèmes dans le monde entier, même en Afrique. Das ist ein Problem auf der ganzen Welt, sogar in Afrika. Si bon. Par exemple, en Afrique, si quelqu'un a un peu d'argent là, il cherche les armes pour faire le coup, bien prendre le pouvoir par force. Wenn jemand etwas Geld hat, auch nur ein bisschen, dann wird versucht, Waffen zu beschaffen und die Macht an sich zu reißen. Donc, pourquoi on ne peut pas créer la paix entre nous? Warum schließen wir nicht Frieden unter uns? Donc, je souhaite, je veux, jusqu'à l'an 2007, là, que, au moins à la télé, je comprends que, bon, quelqu'un a soutenu ce problème, que lutte contre les armes nucléaires et les armes qui n'ont qu'à stopper dans le monde entier. Ich wünsche, nein, ich fordere sogar, dass man bis zum Jahr 2007 mit den Atomwaffen Schluss macht auf der gesamten Welt. L'homme fabrique l'homme. L'homme même fabrique l'arme, c'est pour tuer l'homme. Ça, c'est un peu pitié. Die Menschen sind es, die Atomwaffen herstellen, und zwar um andere Menschen zu töten. Ist das nicht sehr armselig? Mon deuxième problème est que notre cas ici, en Allemagne. Dann unser Fall hier in Deutschland. Ce que je veux dire par là, que l'étranger ou bien le noir aussi vaut quelque chose. Was ich sagen möchte ist, auch der Ausländer ist was wert. Par exemple ici, Mecklenburg-Vorpommern, on n'a pas le travail. Mais tout un Africain qui vient ici, il connaît le travail du champ avant d'arriver ici. Wenn wir hier nach Mecklenburg kommen, wir dürfen nicht arbeiten. Wir bekommen keine Arbeit, aber natürlich, bevor wir hergekommen sind, haben wir gewusst, was das ist, arbeiten. Donc si même on n'a pas le travail, au moins Mecklenburg-Vorpommern ici, ils ont fait des champs. Nous les Noirs ou bien nous les étrangers, venez travailler ce travail pour vivre. Donc ça nous ferait plaisir.
Also uns würde es aber gefallen, wenn wir arbeiten dürften, um unser Leben zu gewinnen, um etwas für unser Leben zu tun. Okay. Donc c'est mon petit problème que je vous remercie. Das sind also die kleinen Probleme, die ich habe und die ich hier ansprechen möchte. Vielen Dank. Hello, there are three of us here from Manchester this weekend, and we bring greetings from the hundreds of others who will be coming over to join in next June. And what I want to say is something about what we'll do in June, and to advocate the old strategy of the blockades, which is not to say we can't refine our tactics within that framework. In the context of the G8, nothing could be a greater symbol of the power of our movement or the lack of legitimacy of our so-called leaders than a summit which is closed down. And I know people have warned that the police will observe our strategy over the years and adapt their tactics accordingly. And of course, tactics will have an influence next summer. But what will also have an influence is the material forces involved and the scale of the forces that we can mobilise here in North East Germany. And so I'd like to just draw a comparison between what was achieved in Scotland last year and the forces available there and the forces that will be available here, I believe, next year. So what we achieved with the blockades in Scotland last year was to disrupt very badly the first day of the summit, and I think we could have gone on to do more, but we didn't really think we'd even achieve that. So in a sense, we came away from the blockades we were underprepared because we didn't know the opportunity that we had. Now, what resources did we have there? The only two big cities near to Gleneagles are Edinburgh and Glasgow, and those two cities between them have a population of less than a million people. Within 200 kilometres of this place, you have three cities, Copenhagen, Hamburg and Berlin, which between them have a population of 6 million people. And that isn't even to mention the Polish comrades who I know Philip will be bringing with him. So, yes, tactics influence, but really the strength that's going to be here available means the blockades could be very powerful indeed. And what they will also achieve, if we choose this as an objective, is both the centralisation and decentralisation that we need. And this proved effective in Scotland. What we had by choosing such an objective was a centralisation of effort, something everyone could move towards, what I think the military would call a Schwerpunkt or focus of energy, but an objective which also allowed us the decentralisation of planning and implementation, which made our swarming blockades very, very difficult for the police to handle. So that's a bit of a defence of the blockade tactics. Thank you very much.